Ja, willkommen zurück, meine Lamas, bei Assassin's Creed Unity. Ich bin Enno von Yushanur. Die Bullen Und haben sich der Revolution angeschlossen. wir Gehörig treffen uns stolz mit auf ihre unserer Freundin Aufgaben. Jetzt hier. herrscht eine Ruhe. Sequenz 7, Änderung 1. Sequenz 7 also schon. Wir haben ein Date. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Sie ist doch so eine Die elegante treuesten Brüder Dame. von Saint-Michel öffnen ihre Tore für alle Pariser Bürger, die in Not sind oder Hilfe brauchen. Also? Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Bitte, hört auf! Die Bastille war großartig. Ein Wendepunkt der Geschichte unserer Nation. Vertraust du mir? Aber wenn es jeden dritten Dienstag einen Aufstand gibt, verbessert das den Eindruck. Ich habe mich nicht verändert, Elise. Leute, ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Ich finde es irgendwie schön. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen. Und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Ja, auch innerhalb der Bruderschaft ist nicht alles total harmonisiert, bei den Templern genauso wenig. Ja, sieht man hier ganz gut. Das führt dazu, dass eine Templerin sich mit... Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Er kann nicht in das François Germain glaubte, dass Lafreniere... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Du fond du cœur, merci. Was zum... Elise!
Die ist schnell und wendig. Warte doch! Obwohl der Gang irgendwie seltsam aussieht. Also der Gang, vielmehr der Rand. Das Rennen. Wo willst du denn hin? So, sie hat scheinbar nur eilig. Wir sollen uns aber, glaube ich, nicht loswerden. Oder? Elise! Wenn sie uns loswerden wollten, könnte sie es bestimmt irgendwie. So. Warten Sie, Madame. Was hast du denn vor? Damen. Damen, wer versteht sie? So. Oh. Warte auf mich! Das war vielleicht ein bisschen blöd von mir. Oh. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Okay. Gerade mal so rechtzeitig. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay. Ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Hotel de Ville. Immerhin kein abgesperrtes Gebiet. Warum kann man nicht einfach mal die Klinke benutzen? Aber mal anklopfen. Nach oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Okay, ja, okay, das ist auch eine normale Tür. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nee. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Dann vielleicht schon. Ja. So. Ist wohl niemand daheim. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle. Na, na. Seht, wer da ist. Tötet sie! So. Lasst die Dame in Ruhe. Wisst ihr nicht, wie man eine Dame behandelt? Ich habe gehört, die Franzosen sollen so freundlich sein. Nee, das waren die Engländer, oder? Stimmt, die Franzosen ja eben nicht. Die haben nur die Sprache der Liebe, genau. Ah, guck mal. Die Wand kriegt auch mal wieder einen neuen Anstrich. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Oh, die sind schon niedlich zu zweit. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Aber ist es nicht der Ort, wo wir mal diesen Silberschmied? Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Hast du doch. Einmal ganz kräftig. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arnaud. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Bleib unten. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Das klappt so nicht, verdammt. Kriege ich es hin, einfach so rauszustürmen? Die gucken hier durchgehend hin. Oh oh. Wo ist der? Was? Was? Okay. Ich habe mich vorher ein bisschen ausgiebiger umgucken sollen.
Vielleicht ein bisschen. Okay. Es liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen müde bin. Ah, da waren auch noch zwei. In den Fenstern auf der anderen Seite. Ja. Also, das sieht total strange aus. Gibt es irgendwelche anderen Auswege? Allein das würde es schon um einiges einfacher machen. Einfach nur einen anderen Ausweg zu nehmen. Okay, ich habe erst gedacht, die wären irgendwie... nicht ran. Einfach so offensiv rein? Wird ja auch wohl kaum die beste Idee sein, oder? Sagen. Was? Okay. Das Spiel irritiert mich ein wenig. Und ich bin müde. Ein bisschen müde. Ich möchte dennoch aufnehmen, damit die nächsten paar Folgen kommen. Bleib unten! Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Die Frage ist jetzt, wer hat mich gesehen? An dieser Stelle schneide ich ein wenig, weil es sonst ein wenig sehr langwierig wird. Ja, okay. Gut. Ja, okay. Ich denke mal, diesmal kriege ich es hin. Na, du Trottel. Wie könnte ich den... Ich drücke gerade in die vollkommen andere Richtung und der läuft irgendwie. Was? Hä? Ernsthaft? Warum? Ich reg mich nicht auf. Nochmal. Pass auf! Okay. Wer? Wer soll mich jetzt getötet haben, bitteschön? Welcher verfickte kleine Dreckshurenarsch soll mich jetzt getötet haben? Was? Wer? Wie soll er mich von da getroffen haben? Vor allem, warum gleich immer gleich... Warum... Wie zur Hölle immer gleich so tödlich? Er hat wieder nicht nachgeladen. Was? Leck mich doch, Spiel. Geh ich doch einfach mal tief ins Knie ficken. Boah. Mist. Was zum Fick, Alter? Bäh. Ja. Ich beende die Folge an dieser Stelle. Tüdel.
Kannst du sie sehen?